Unterschied. Ihr entwurzelt den Olivenbaum. Wir sind die Menschen, die im Schatten sitzen und ihre Oliven kauen. Welcher Mensch fliegt von seinem heiligen Land? Man hat uns alle vertrieben und unsere Erde verbrannt. Guck, das sind Menschen, die mit Sorgen leben. Ihre Narben sind verhüllt, wenn diese Menschen Richtung Mekka beten. Es ist der Ort, an dem das Gummi auf den Boden schmelzt. Die Mütter heulen, schreien und auch öfters mal eine Fahne brennt. Wo vom ganzen Smog die Lunge friert. Wo du von deinem alten Opa die verweste Leiche inhalierst. Du wirst umhüllt mit einem weißen Tuch. Das ist der ehrenvolle Tod. Guck, wie Allah dich in den Himmel ruft. Dieser Junge starb fürs Vaterland. Er konnte es einfach nicht verkraften, denn sein Vater ist seit Jahren krank. Es gibt keinen Arzt, der ihn behandeln kann. Denn die Frau an seiner Seite starb vor Jahren an einem Wohnungsbrand. Ihr vertrocknet unser heiliges Land. Habt uns verboten zu atmen und unsere Erde verbrannt. Voller Steam, ich hab den Stein in der Hand. Wir sind das Volk der Unterdrückten mit Koran um den Hals. Ihr vertrocknet unser heiliges Land. Habt uns verboten zu atmen und unsere Erde verbrannt. Voller Steam, ich hab den Stein in der Hand. Wir sind das Volk der Unterdrückten mit Koran um den Hals. Der kranke Mann zieht all die Kinder groß. Er schmückt die Wohnung mit dem Bild. Es ist ehrlich eine harte Zeit. Ich warte auf diesen einen Tag, an dem der Vater nicht mehr trauern fällt. Es war sein Kind, das mit den Steinen schmeißt. Gegen Leute, die gepanzert in ihrem Wagen sitzen, Blei verteilen. Selbst wenn die Eltern unter Trümmern liegen, sind wir zwar fassungslos enttäuscht, doch du musst lernen, deinen Feind zu lieben. Wir sind für jeden hier zu militant. Doch wir sind ehrenvolle Menschen mit dem Koran um den Hals. Jeder Moslem ist ein Islamist. Jeder Moslem wird beschattet, als wäre ein krasser Terrorist. Streng erzogen, vom Islam geprägt. Sind wir zwar kulturell verschieden, distanzieren uns um einen Weg. Wir bedeuten euch als Menschen nicht. Wir werden abgestempelt als die eine skrupellose Unterschicht. Wir werden erniedrigt, misshandelt, gefoltert. Der Traum, es zu besitzen, ist das Einzige, was stimmt.